und wurde dort zerprügelt. Und das schon echt nicht ungeil. Also, Moment. Was? Also. Stress, wenig geschlafen, irgendein Mangel wieder. Mein Mangel an Podcast. Wir müssen mal schnell wieder auffüllen, diesen Speicher, den Körperspeicher der Podcast-Blutbahn. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Das ist ja schön, dass ihr eure Ohren hier uns zur Verfügung stellt, um da Schleimereien und tolle Sachen reinzuhauchen. Nicht nur Ohren, wir haben ja vielleicht auch Hörerinnen oder Hörer, die vielleicht gehörlos sind, den Podcast sich quasi immer generieren lassen als Texten, den dann nachlesen. Ja, Kann ja auch sein. oder den Finger an den Lautsprecher halten und an der Vibration erkennen, was wir hier Auch für das kann Scheiße sein, ja, erzählen. Menschen, die nicht sehen, nicht hören können, ja, die nicht lesen können, die oder die ihn auch vielleicht olfaktorisch quasi genießen, dass sie den Text to Speech oder ein Speech to Geruch umwandeln und dann anhand des Geruchs unseren Podcast hören können. Und heute riecht es verdammt nach Putin ein bisschen. Okay, Ja, nur tut ein es bisschen, das das? nach Russland vor allem, ne? Naja, wenn hier unterm Eddersberg es nur nach Putin riecht, dann ist ja alles noch in Ordnung. Gott, oh Gott. Hallo Ja, Leute! nichts gewusst früher. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tino. Und Robin. Wow! Und wir werden die vergangene Woche für euch einordnen. Alle Geschehnisse, die dort, wie es der Name schon sagt, geschehen sind, die werden von uns hier auf einem Silbertablett serviert und in mundgerechten Häppchen in euren ebenfalls wunderschönen Schlund eingefügt. Bist du eigentlich mit deinem Namen zufrieden mit Robin oder würdest du dich gerne umbenennen? Ich hieße gern Adolf, aber ich habe gehört, gerichtlich wurde entschieden, irgendwie, dass Adolf umbenennen gar nicht nötig ist, weil die Assoziation Adolf mit Adolf Hitler, die ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Ist auch schon lange her, ne? Ja. Ich bin stolz auf mein Land. Hitler, nee, so lange her. Aber hier Goethe, Halbwertszeit. Schiller, ne? Auf die bin ich Ja. stolz. Wo habe ich denn das erfahren? Hat das Imp erzählt oder irgendwo gab es so einen Fall, wo jemand seinen Namen ändern Klingt nach wollte? Imp, ja. Der heißt ja, wusstet ihr nicht, aber der heißt privat Adolf. Heißt ja auch Adolf, Roland. Ja. Und irgendwie meinte er oder wer auch immer das war, dass da beschlossen wurde, du darfst deinen Vornamen nicht einfach ändern, weil du Adolf heißt, die Begründung reicht nicht aus. Vielleicht war es auch irgendwie wieder Wachsel oder so, der einen reingewachselt hat von außen, ich weiß Aber nicht. kommt drauf an, also Ich gebe einfach in Namensänderungen Telegram mal kurz Adolf ein und guck, was passiert. machen wir. Adolf Hitler Gallery, Adolf Hitler Archive. Ja, aber Namensänderungen sind ja an sich erlaubt, solange man, wenn man unter dem Namen irgendwie leidet. Ne? Entweder machst du eine Transition, also trans quasi. Ja, sorry, wir können. Also, ich habe was Interessanteres als unseren Podcast gefunden. Lass mal eine Rede von Himmler jetzt hier einfach Von abspielen. Himmler, nicht Ja. Hitler? Okay. Naja, das ist das Adolf-Hitler-Archiv und da gehören halt auch die Auf Greatest Hits. Telegram, Die ja. Greatest Hits, da gehören die alle dazu. Lied der Oder ist es Walküre. der Michael Wendler-Channel? Kann das sein? Die Pflicht der Familie. Also, der wirkt jetzt hier schon auf den ersten Blick schon ein bisschen verherrlichend, der Kanal, muss ich sagen. Und nicht unbedingt nur geschichtlich akkurat Dinge hier wiedergeben. Aber auf Telegram passieren nur gute Sachen. SFN, Arbeitskreis Sicherheit. Was ist denn hier los? Interessant. Ich wurde mal eingeladen in so eine Telegram-Gruppe, wo sie irgendwelche Leichen gepostet haben, so Kriegsleichen. Es war entweder so ein Spam oder Propaganda, aber es fand ich richtig eklig. Und es sind Bilder, die ich bis heute nicht vergesse. So richtig Okay. so zerquetschte Köpfe und so zersprengte Köpfe. Das will man gar nicht sehen. Ja, deswegen gucken wir beim Krieg einfach weg. Eben mache ich auch. Den Krieg Ne, gibt's das, gar nicht. als der Krieg begonnen hat, da war das ja so eine Diskussion, auch unter anderem bei uns in der Oase, in die man reinkommt, wenn man ein toller Patreon-Unterstützer ist. Vielen Hashtag Dank. Werbung. Hashtag Werbung, für die ich nicht bezahlt werde, außer dass ihr halt vielleicht euch überlegt, ey, doch, das ist was wert. Ich habe da ja auch so ein Video gemacht, was ein Wie bisschen nicht einzettelt. bezahlt werden? Na klar, es ist ja im Prinzip deine eigene Werbung. Ja, okay, aber also niemand gibt mir Geld dafür, dass ich jetzt hier sage. Folgt mal bitte alle auf Telegram, ach fuck, auf Instagram, Tino Ranacher. Das ist ein richtig, ich weiß nicht, ob ihr den Account kennt, der ist super geil, ja. Das stimmt. Ich bin nicht mehr so krass aktiv, aber ich mache viele Stories jetzt, weniger Beiträge. Und wenn ich gern folge, ist Robin Osterafu auf Die Instagram. Skate-Videos, Alter, die rödelst du dir so in die Augen rein. Ja, die like ich manchmal nur, ohne sie gesehen zu haben. Einfach als Support. Das sind mir die Liebsten.
Die sollen einfach stumm alles hinnehmen, was ich mache. Und wenn mein nächstes Skate-Video mache ich dann so eine kleine Holocaust-Leugnung rein am Ende. Und dann like. Tino-like. Nee, ich fand es aber letztens spannend, als du dich verkleidet hast. Hast du ein Smoking oder sowas an? Das ist mein Jugendweihe-Anzug gewesen. Mit 14 habe ich den bekommen. Ich habe keinen anderen bis heute. Da macht es mir als Nicht-Scum-the-Board-Fan mehr Spaß zuzuschauen tatsächlich. Also es bringt was. Das wird eine Reihe werden. Also ich habe ja auf dem Dachboden und auf dem Keller zusammen bestimmt 50 Kostüme. Da wird bestimmt das ein oder andere sich mal wieder auf dem Skateboard wiederfinden. Da freuen wir uns doch. Es ist halt, das Video ist auch innerhalb von einer Viertelstunde oder ja, halbe Stunde entstanden. Das ist kein Aufwand oder so, weißt du? Wen wir nicht so schnell wieder auffinden werden, ist Felix Lobrecht, um mal überzuleiten. Ja, zum Glück. Denn der macht jetzt eine einjährige Pause, hat er gesagt. Wobei, ich glaube, Felix Lobrecht hatte zuletzt einen Kinofilm gemacht, ist das der? Ja, genau, hat das Buch geschrieben, glaube ich. Ja, aber auch, glaube ich, Kino. Also auf jeden Fall wurde dieser Film sehr gelobt. Also, ja, gelobrecht wurde der. Das Lob, da kam ihm das Lob recht auf diesen das Film. Das Lob kam ihm recht. Ja. Aufgrund von Krankheit, lese ich gerade nochmal, will er ein Jahr lang jetzt Pause machen und in die Klinik gehen. Toll, ja, komm, ey. Krankheit. Ein Deutscher schleift sich da trotzdem auf Arbeit. Was soll die Scheiße? Das ist keine Ausrede. Ich weiß gar nicht, welche Krankheit. Wir mussten damals auch. Da hat auch keiner nachgefragt damals. Was soll die Scheiße? Felix. Depression gab es früher auch nicht. Tadelrecht. Hä? Gab es früher nicht sowas. Junge, Alter. Was soll denn mein Betrieb sagen, hä? Wenn ich morgen sage, oh nee, ich habe einfach keinen Bock, ich habe einen kleinen Schnupfen. Ja? Was soll denn der Betrieb machen? Felix? Durch Krankschreiben freistellen. Nee. Da musst du ranklotzen, Tino. Was soll denn das? Wo kommt denn jetzt diese Einstellung her? Die Trümmerfrauen damals, da konnte nur nicht sagen, ja, ich bin krank. Hätten wir die nicht gehabt? Hätten wir gar nicht gehabt. Ja. So. Und der jetzt, oh, ich mach ein kleines Bubu. Der hat ja auch einen Podcast, ne? Mit irgendwie, wie heißt der nochmal? Ja, jetzt nicht mehr. Gemischtes Hack oder so. Ja, jetzt nicht mehr. Die brauchen einen neuen Partner quasi. Ich würde sagen, Tommy Schmidt, mach du auch mal jetzt ein Jahr lang Pause. Und lass uns beiden das machen. Ja. Machen jetzt gemischtes Hack und Brennpunkt. Veganes Hack heißen wir dann, glaube ich. Veganes Hack, genau. Weil du mit deinem Social Justice Warrior Zeug hier, ne? Weißt du das? Hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe mir im Stream das Feedback angeschaut zu dieser Umfrage, Community Feedback Umfrage nach HVTV. Und eine Person von 315 hat gesagt, Tino nervt mit seinem SJW Zeug. Und da habe ich. SJ was? SJW, kennst du nicht? SJW. Social Justice Warrior. Ah, nein. Das funny. Ist so ein Kampfbegriff. Ja. Und da habe ich direkt die Stirn gerunzelt, weil, also wenn du in Videos vorkommst, ja, also in anderen außerhalb der Podcasts, ja. Passantenbingo oder so, da spielt das überhaupt keine Rolle. Nee. Das heißt, diese Person muss sich explizit entschieden haben, den Podcast wahrscheinlich auch mehrfach zu hören. Vielen Dank dafür. Obwohl du mit deinem SJW-Zeug, was ich gar nicht so krass finde, also da gibt es Schlimmere. Ja? Dankeschön. Du bist ja Karl Marx zum Beispiel. Ja, du bist ja ein bisschen moderater, würde ich sagen, aber klar. Also, und dann habe ich dann auch gleich gesagt, das lebt ja hier auch davon, dass wir da eine gewisse Meinungsverschiedenheit haben und nicht sagen, oh ja, Tino, oh, du hast so recht, auch was du da jetzt wieder gesagt hast. Wir füllen die beiden Ränder aus, Rechtsextremismus, Linksextremismus. Genau. Das ist doch genau deswegen scrollen. Bist du derjenige, der sagt, Frauen sollten Rechte haben und ich scroll hier im Podcast durchs Hitler-Archiv. Frauen sollten Linke haben, genau. Nee, finde ich, verletzt mich gar nicht sowas. Finde ich voll okay und angemessen. Oder hat sich dieses Quote-Quest angeschaut, wo ich diesen ganz furchtbaren Kommunistensatz gesagt habe hier. Das kann sein, aber der kam ja dann auch nicht von dir. Weiß er vielleicht nicht. Und er dachte sich, hat sich gerade den Satz ausgedacht, damit ja er witzig. Den sagen kann. Eben, liebe Grüße an den lieben Kollegen oder die Kollegin. Ja, es ist okay. Du musst mich nicht mögen. Hör trotzdem den Podcast weiter und das ist gut. Kannst du immer weghören, wenn ich rede und hör nur, wenn Robin spricht. Ja, als wir über Discord aufgenommen haben, wäre das einfach gewesen. Hätte ich optional so eine Tonspur anbieten können, stimmt. Wo man nur mich hört. Und andersrum, liebe, oder beide stumm machen, mal für eine Stunde, einfach mal Schweigestunde. Schweige-Podcast, ne? Das müsste man eigentlich mal durchziehen. Schweigestunde, der Podcast, jede Woche neu. Krass, ich glaube, das darf man im Radio nicht machen, wegen irgendwie Sendepause, das ist wohl nicht erlaubt, oder das wollen die immer nicht. Oh, man darf im Radio was nicht machen. Ne? Aber Spotify, es gab mal weil die Partei hat dann auch mal einen Wahlwerbespot im Radio gesendet und die mussten den eigentlich senden beim Radio. Aber mussten die nicht senden, wenn so viel Stille war. Mhm. Und wir haben eine Werbung eingesendet, die war einfach nur
eine halbe Minute nur schweigen, ein bisschen rauschen. Okay. Da wurde nicht ausgestrahlt, weil eben Sendepause. Und aber wolltet ihr das? Nee, ihr wolltet schon, dass ihr aus... Oder? Wir wollten ihr halt, wolltet eine Schweigeminute ausstrahlen. Wir wollten die ausstrahlen, aber es wurde erstmal nicht erlaubt in erster Instanz. Deswegen. Schweine. Da weiß da hätten die mal unserem, wie heißt er, Herr Schmitter, der uns damals beobachtet hat, den hätten sie mal anschreiben. Kenne ich gar nicht. Herr Schmitter kennst du nicht mehr. Nee, keine Ahnung, wer das ist. Das ist schon witzig. Stellt euch, die Jüngeren unter euch, die wissen das gar nicht, aber stellt euch mal vor, ihr macht irgendwie eine Radiosendung zum Beispiel und sagt da schwierige Sachen oder scrollt euch Hitler-Archive durch. Und auf einmal ist da ein Beauftragter von einer Landesmedienanstalt, der permanent euren Podcast hören muss, um zu gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ist schon witzig. Brennpunkt in den 80er Jahren, das war schon nochmal anarchistisch, ne? Mm-hmm, das waren Zeiten. Ja, ja. Unsere Frisuren damals noch, Alter, oh ja. Gott. Hör mal auf, Alter. Ich sah noch aus wie so ein amerikanischer Ureinwohner und du sahst aus wie so Goldilocks. Stimmt. Ja, und dann haben wir so hochgesungen dabei. Egal. Liebe Grüße an Felix Lobrecht, werd wieder gesund, auch wenn das jetzt nicht mein Humor ist, was du da machst. Nee, bleib krank. Okay. haben wir wieder beide Seiten ausgefüllt. Ja. Man muss da wirklich mal, ja, also jeder Taler hat zwei Seiten. Der Podcast für alle. Ja. Alle können sich was rausnehmen. Naja, und wir finden uns dann in der Mitte. Er bleibt so ein bisschen krank. Genau, so ein bisschen so. So ein leichter chronisch krank. Wie Franz immer hat. Immer so ein. So ein unterschwelliges. Ja. Dass du immer nicht unterscheiden kannst, war das jetzt ein Lacher von Franz oder war es ein Huster? Seitdem ich das weiß, ist mir auch auf, also fällt es mir auch auf. Und seitdem kann ich keine Zeit mehr mit Franz verbringen. Doch schon, aber ist mir vorher nie aufgefallen, bevor es jemand gesagt hat. Also Felix Lobrecht, alles mittelmäßig okay für dich. Ja, mittelmäßig okay, das trifft vielleicht auf die eine oder andere Sache die Woche noch zu, wie zum Beispiel Filme, die im Kino laufen. Also es gibt ein sehr virales Reddit-Foto. Das ist, bevor du es siehst, ja, das ist einfach nur die Frontfassade eines Kinos. Mhm. Und das Foto hieß irgendwas Movies, Today's Movies oder irgendwie sowas. Und da sieht man Shazam 2, Scream 6, Ant-Man 3, Avatar 2, Jesus Revolution. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt auch wie ein zweiter Teil von diesem Jesus. Ja, stimmt. Bibel 2. Ja, Bibel 2 und Jesus steht auf und sagt, ach, da hat mich jetzt jemand verletzt, jetzt gehe ich auf Rachefeldzug. Mhm. John Jesus. Jesus Wick. Jetzt erst recht. Ja. Und das ist sehr viral gegangen, Tino. Du als Filmfreak, ja. Aber warum denn? Warum? Echt, du holst da nicht den Sinn raus. Das ist ja der Wahnsinn. Weil da Zahlen dahinter sind? Na, weil es halt nur noch Fortsetzungen gibt und keine originellen Ideen, wie zum Beispiel Everything Everywhere All at Once, was ich ja vor einem Jahr empfohlen habe. Und merkt ihr, wie ich mir am Nippel reibe? Egal. Ach, das war jetzt, okay, verstehe ich. Es gibt halt no original ideas mehr. Das ist natürlich ein bisschen extrem gesehen, aber ja, diese Marvelisierung und so. In den großen Kinos ist es vielleicht so bei CineStar. Aber ich bin ja einer, ich gehe ganz gerne mal ins Kulturkino, ja? Mm. Mon Ami in Weimar oder Lichthaus. Ja, Tino mag halt gerne einfach auf alten, zerfallenen Sofas sitzen. Es ist geiler als im großen Kino, ohne Scheiß. Ich finde die Couch viel cooler. Ja. Und jedenfalls, da laufen Filme, die original sind, auch tiefgründiger sind und halt nicht so diesem Status quo irgendwie langhangeln. Aber das ist ja auch ein bisschen pauschal jetzt betrachtet. Das ist ja nicht so. Es ist natürlich, es ist ein Trend da, aber das alles jetzt hier, ich habe ja eben einen Film erwähnt, ja. Der lief auch im Mon Ami und nicht im CineStar, soweit ich weiß. Mhm. Aber es gibt schon noch Original Shit, so. Weiß ich nicht, bin kaum noch im Kino. Banshees of Inisherin und so, das sind ja auch alles. Aber die Tendenz ist da, ist nicht ohne Grund viral gegangen, dieses Foto. Vielleicht machen wir nicht Scream 7, sondern vielleicht mal Whisper 1. Ja? Statt zu schreien, kommt der Killer rein und sagst, oh mein Gott, ich habe so eine Angst. Würde ich reingehen. Ja, und dann kommt Jesse um die Hecke und sagt, vielleicht. Oh, hör auf zu flüstern, ich dreh dich tot. Aber Scream 7 ist echt schon 7, so viel Zeit. Nee, 6 jetzt, ach, 6, aber okay. Der 7. kommt auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, funny. Habe ich nie geschaut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne nur diese Parodie davon, Scary Movie, die waren witzig, teilweise zumindest. Ja, ich glaube, die ersten drei, da würde ich auch heute noch lustige Szenen finden, aber danach ist das auch so ein bisschen absurd geworden mit... Da gab es ja dann noch Date-Movie und Superhero-Movie, genau. Aber der war lustig tatsächlich. Echt? Stellenweise, also ich ja. Mit glaube, dass Drake Bell in der Hauptrolle, von dem ich ja eh ein riesen Fan war früher. Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich den auch schon gar nicht mehr gesehen. Naja,
Auf jeden Fall ein virales Foto, was eine mittelmäßige Kinolandschaft aufgreift, aber so richtig würde ich nicht unbedingt mitgeben. Das ist halt wie klar, im Radio läuft Scheiße, aber es gibt natürlich parallel zu den Charts einfach andere Musik. Und wenn man die ausblendet, wenn man stimmt. natürlich zurückguckt, oh, guck mal, früher war alles viel besser, die 80er Jahre hatten nur gute Musik, das ist halt Survivorship, Survivorship ist perfekter freudscher Versprecher, Survivorship Bias, weil die Songs, die scheiße sind aus den 80ern, aber ja, hat man vergessen. Ja, die ist einfach in Vergessenheit geraten oder auch One-Hit-Wonders irgendwie, die dann vielleicht mal unter den Teppich gekehrt wurden, um da nicht noch für zahlen zu müssen oder sowas. Aber es ist nicht alles schlecht, Leute. Apropos Fortsetzungen, es wurde eine Fortsetzung angekündigt, die mich selber persönlich sehr, sehr trifft. Mein und Kampf 2. Mich freut. Das kommt nächstes Jahr wahrscheinlich raus, tatsächlich. Aber ich meine, City Skylines 2. Ah, kommt stimmt, raus. Das habe ich sogar gesehen und dachte, warte mal, ist das nicht dieses eine einzige Spiel, bei dem Tino in den Ballung kommt? Bin, auf jeden Fall, Alter. Ich liebe es einfach, mich abends einzuschließen im Wohnzimmer einfach zu zocken, stundenlang City Skylines, eine Stadt bauen, zerstören, eine neue vor Stadt bauen. Baust du da so zwei Türme rein oder was passiert? Oder so ein Flugzeug, genau. Nee, es ist halt übelst nice und jetzt kommt Teil 2 raus, wahrscheinlich Ende des Jahres. Und die ballern aber nochmal für Teil 1 richtige viel DLCs jetzt raus und kostenlose Updates und so. Mhm. Also es lohnt sich immer noch, Teil 1 zu spielen. Ist ja auch schon 8 Jahre alt fast, ne? Also die Skylines, es wird Zeit, dass ein neuer Teil kommt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das so ein 20 Jahre altes Ding ist tatsächlich. Aber ich glaube, das habe ich dann mit Sim City verwechselt. War auch geil damals, waren so die Anfänger von solchen Build-Up-Games, so wie die heißen Building-Games. Aber City Skylines hat das in den Schatten gestellt. Ist zwar ein ähnliches Spielprinzip, auch von den Menüs und so weiter. Es ist relativ nicht kopiert, aber schon sehr angelehnt. Aber City ist schon richtig, richtig geil. Hm. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, wann kommt der Spaß raus? Stehst du da früh um 8 bei Saturn und sagst dir? Ich werde es mir bei Steam holen. Okay. Ich bin jetzt auch ein Steamer. City Skylines. Es kommen ja einige Spiele und auch Filme noch, die echt große Wellen, also zum Beispiel für mich Dead Island 2 ist, glaube ich, als nächstes dran. Da haben wir, glaube ich, Release schon irgendwie Mitte April. Eigentlich wollte ich Hogwarts Legacy durch Chats playen, dann Bully, dieses GTA-Spiel. Das kenne ich, ja. Ich halt noch nicht, ich habe es nie gespielt. Und danach Dead Island, aber das wird zeitlich nichts. So, City Skylines 2 muss auf eine große Stärke des Vorgängers verzichten. Ach du Was Scheiße. Meinen die denn? Oh Gott, oh Gibt's hier noch eigentlich kein Release-Date oder Nein, was? Noch nicht. Nur bald oder demnächst oder sowas. Schade. Ja, das ist wieder so ein clickbaity GameStar-Artikel bestimmt. Na klar, es ist erstmal so, dass wahrscheinlich erstmal viele DLCs kommen müssen für Erweiterungen mit irgendwie extra Schulen und irgendwelchen anderen geilen Geschichten, wird das mal sehr abgespeckt sein, die erste Variante. Das kann schon sein. Oh, ich hasse solche Artikel, ne? Du hast oben in der Überschrift, hast du irgendwas, was dich teast, dann scrollst du durch 3., 4., 5. Absatz und nirgends steht, um was es geht. Und ein 7. Absatz, Alter, da steht dann vielleicht mal was. Ich glaube, dass sich die Entwickler mächtig anstrengen müssen, denn es fehlt das Feindbild von damals. Es fehlt SimCity. Ja, die hatten nämlich noch mal eine Neuauflage gemacht. City Skylines und dann noch weiter mit GameStar Plus. Halsmaul, Alter. Ja, nee, da bin ich auch raus. GameStar völlig vor die Hunde gegangen, seit David Hein da nicht mehr arbeitet. Wo wir gerade bei Neuveröffentlichungen sind, ich mache Spotify auf am Freitag, wo ja immer neue Songs rauskommen und sehe einen neuen Falco-Release. Ich dachte, what? Also das ist was angekündigt, gerade Live-Konzert wieder, was sie ist neu veröffentlichen wollen im Mai irgendwie, was er in den 80ern gespielt hat. Aber was ganz Neues. Und dann war es Rock Me Amadeus in Speed Up quasi. Oh, geil. Wie nennt man das? Nightcore. Eine Schlumpfversion quasi. Ich dachte halt, warum das denn? Und mir wurde jetzt erklärt, dass es wahrscheinlich gerade ein TikTok-Trend sein soll. Ich habe noch nicht entdecken können. Und da pitchen die ja immer Songs hoch oder runter und aus nichtigen Gründen. Einfach aus Prinzip werden da Songs gepitcht, einfach damit die lustiger klingen, keine Ahnung. Jetzt hat es auch Falco erwischt. Es gab noch Stranger Things schon mal einen kurzen Aufschwung vom Amadeus-Song, weil der auch im Soundtrack drin ist. Mhm. Und jetzt halt wieder einen kleinen Hype über TikTok und ich werde wahnsinnig. Jetzt betrifft es mich, jetzt bin ich böse. Gen Z entdeckt Falco. Ja. Jetzt muss dein armes kleines Fanherz muss jetzt ganz besonders behutsam schlagen. Nein, ich find's ja, ich find's ja schön. Bevor du deine Liebe verlierst, weil die ganzen Fenster jetzt ankommen. Ich find's ja auch schön, dass seine Musik entdeckt wird von neuen Generationen. Das ist ja auch immer noch so und schon immer so gewesen, dass das neu entdeckt wird.
Aber ich bin jetzt kein Fan davon, so wie abzuspeeden, bei Spotify hochzuladen. Ich finde es ja okay, wenn die das irgendwie bei TikTok benutzen und hochpitchen. Aber wieso bei Spotify hochladen und das dann einfach in die Diskografie da reinhauen? Na, weil die gucken, die TikTok-Hits, die gucken dann danach und dann gibt's das dann nicht. Und dann sind die traurig. Denk doch mal an die Kinder. Die leuchtenden Kinderaugen. Denk an die Kinder, da, da. Na, aber war ja auch schon so bei Ghost, Mary on the Cross. Ist ein Song, den ich feiere, seitdem er raus ist, schon seit 3-4 Jahren. Und ist jetzt seit einem Jahr so TikTok-Trend, aber so runtergepitcht. Mhm. Und da habt ihr auch den bei Spotify hochgeladen, runtergepitcht. Dachte, was soll das denn für ein Scheiß sein? Du würdest es genau so machen, Tino. Wenn du jetzt zum Beispiel Musik machen würdest. Die Jugend von heute. Wenn du zum Beispiel Musik machen würdest und auf einmal ist irgendein Lied von dir übelst gehypt, dann würdest du das ganz genau so machen. Kann ich mich nicht reinversetzen, keine Ahnung. Der Falco liegt in seinem Grab, reibt sich die Hände, die ganzen Tantieme. Ja, genau. Noch reicher werden wir im Grab. Geil. Ja. Nee, es ist ja okay so. Ich will ja auch nicht für so ein alter Mann rüberkommen. Ich finde es halt einfach nur irgendwie, verstehe ich nicht, warum man solche Sachen. Ich verstehe nur die Jugend ist. Einfach nicht. Die benimmt sich nicht mehr, die Jugend von heute. Ja. Ich finde das nicht das okay. Wird alles immer schlimmer. Wir hatten noch Respekt damals vor den älteren Leuten. Wir haben damals noch mit Murmeln gespielt und die gucken sich jetzt gar nicht mehr gegenseitig an. Die gucken nur noch durch die Linse durch. Nur noch Smartphones. Und dann fangen die an mit Tanzen, Alter. Duckface und Hula Hoop und weißt so. Das ist, wir sind damals noch ins Volkshaus gegangen und haben Walzer getanzt und die stellen ihr Handy hier, stellen das aufrecht hin und machen hier auf einmal Fickbewegung. Die Drecksfenster, Alter. Finde ich nicht gut. Mann, lehne ich ab. Lehne ihn nicht auch nicht ab. Nee, macht nur, liebe Jugend, macht das ganz gerne. Aber ich finde es halt seltsam, das was Spotify, das ist dann so eine Schlumpfversion dann zu hören. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Damit war gemeint, dass wir die Jugend zerschlagen sollen. Kein Problem. Was die Jugend übrigens auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, ist, wie toll Pokémon ist. Das ist ja unsere Kindheit, weißt du? Die hier heute mit ihren Tamagotchis und was die stattdessen haben, ne? Genau. Diese 40-jährigen Bengels, die rasen müssen auf der Straße. Nein, genau. Pokémon ist in Japan gerade die allerletzte Folge der Original Series abgedreht. Ist die abgeschlossen? Krass. Ja, nicht abgedreht, ist ausgestrahlt auch schon. Die Geschichte um Ash ist demnach vorbei, wenn ich das richtig... Wird bestimmt noch irgendwie so, ne, wie sagt man, Subplots geben oder irgendwelche Spin-Off-Serien oder was weiß ich. Diese Marke wird nicht einfach jetzt beendet. Aber die Original-Serie um Ash scheint nun beendet zu sein. Es wurde ja auch immer schlimmer. Also ich finde, erstmal seinen Zeichenstil... Es wird alles immer schlimmer. Doch, ich fand den Zeichenstil immer furchtbarer. Die Synchro hat mir nicht mehr gefallen und die Pokémon habe ich nicht mehr erkannt, die da gekommen sind. Deswegen war ich da relativ schnell raus. Hm. Tino, du wirst alt. Ich bin alt. Pokémon neueste Folge. Staffel 20, Folge 31. Das ist ja wild. Da ist ja South Park viel weiter. Die haben erst 20 Staffeln. Oh, guck mal, wie der aussieht. Alter, der hat jetzt hier so Striche unter den Augen. Na, aber Staffeln sagen ja nichts aus. Dann kommt doch drauf an, wie viele Folgen so eine Staffel hat. Ja, okay, Punkt für dich. Wer sind diese Leute? Ich kenne die nicht. Wo ist Rocco? Wo ist Misty, weißt du? Und Pikachu muss ja auch schon Level 1000 sein, irgendwie. Ja, und weigert sich immer noch, sich weiter zu digitieren. Ja. Fotze. Und in den Pokéball rein zu quetschen. Ich hab das auch voll gefeiert, die Serie und auch die Spiele. Hier war die Welt noch in Ordnung. Warum hatten die einen doppelt so großen Kopf wie Ash? Es ist auch schon die neue Variante. Die haben sich wohl wieder getroffen, wahrscheinlich, wie es im Zeichenstil nach zu urteilen ist. Die in der Serie, die altern wenigstens nicht. Nimm dir mal ein Beispiel, Tino. Tja, was soll ich sagen? Das ist immer noch 10 in der Serie, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Gut. Ich habe nur gelesen, dass wohl er die Pokémon-Liga wohl nochmal angeht in den letzten Folgen. Wow. Ich drücke ihm die Daumen. Er ist jedes Mal gescheitert. Ich habe die Serie nie geguckt, Alter. Die Animation war damals schon scheiße. Ich weiß, du hast da jetzt eine gewisse Romantik dem gegenüber, aber das so faule Animateure, Alter. Sag mal Animateure. bei Hotels immer so Kinder animieren. Wie heißt das? Ich komme gerade nicht drauf. Animierende. Animierende. Animationisten. Was heißt denn das? Animateur? Schreibt es in die Kommentare, liebe Leute, wie heißt das? Solche scheiß Animädchen. Animädchen, genau. Nee, warte, ganz kurz. Ja. Es ging nämlich darum, dass es immer bei Pokémon extrem war, dass die Figuren dastehen, nichts bewegen, sondern nur der Mund so zwei verschiedene Bewegungen macht. Das ist doch bei vielen Anime so. Aber nicht bei Pokémon war es besonders viel. Bei Dragon Ball zum Beispiel hast du halt diese krassen Kämpfe dazwischen. Gut, du hast auch Pokémon-Kämpfe, aber zumindest ist mir das nicht so vorgekommen, dass da wirklich so viel nur still dagestanden wurde und so. Ist mir auch als Kind nie aufgefallen, auch wie langweilig Dragon Ball war. Halt's Maul. Doch, jetzt als Erwachsener. Martino.
Deine Social Justice vor mir, Scheiße, regt mich auf. Ich bin das Gegenteil heute geworden. Ich bin heute so eine richtige Karen. Ja. Ich habe mir das nochmal angeschaut und es ist alles so langwierig. Und wie lange die sich da gegenüberstehen und diskutieren, kämpft einfach, Leute. Ja. Früher war das so völlig egal. Ich saß beim Käsebrot vorm Fernseher so zur Abendbrotzeit, dachte, oh geil, Son Goku macht jetzt Cell tot und so. Ja, das ist doch geil gewesen, wenn der da so 5 Minuten dasteht. Als Kind hast du das übelst gefeiert, weil du als Kind keinen Bezug zur Zeit hast. Ja, aber jetzt geht mir alles zu langsam und deswegen bin ich da völlig, völlig raus. Ja, aber es gibt einen Fan-Cut, wo das ganze Fleisch quasi weggeschnitten wurde. Ja, hab ich auch schon gehört. Und das ist dann halt irgendwie ein Zehntel der Zeit oder so. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich eine richtige Banger-Serie. Müsste ich mir vielleicht, weil ich finde, ich habe Dragon Ball irgendwie 2010 oder so das letzte Mal komplett durchgeguckt. Und selbst da fand ich schon... ist nicht mehr ganz so geil gewesen wie in meiner Kindheit. Und habe ich ja schon mal erwähnt, bei Conan zum Beispiel, finde ich, das funktioniert heute auch noch. Das ist natürlich irgendwie ist was anderes. Serie, ja. Hm. Und das hat halt nicht diese wirklich zusammenhängende Geschichte. Vielleicht macht das auch was aus. Ist halt immer so Case of the Week. Hm. Aber Conan ist einfach sympathisch. Weil Kogoro ja. einfach geiler Typ ist. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Digimon, der Konkurrent von Pokémon, dass Digimon die bessere Serie hatte und Pokémon die besseren Spiele hatte. Mhm. Ich fand ja die Digimon-Spiele immer scheiße. Die haben mir nie gefallen. Die waren immer so ein bisschen tryhard, wollen auch wie Pokémon sein, aber es war nie wirklich gut. Ja, da gehe ich mit. Digimon finde ich auch geil. Also, glaube ich. Habe ich auch ewig nicht gesehen. Ich fand Digimon echt teilweise besser eine Zeit lang als Kind, als Pokémon. Ja, die erste vielleicht, aber dann Digimon Tamers und was da für eine Scheiße raus. Ja, die ersten zwei Staffeln waren richtig geil und dann wurden die dann so, dass sie sich fusioniert haben mit den Digimon, da war ich auch raus. Dann. Komische Umschreibung für, die haben ihre Pokémon vergewaltigt. Auch die sind älter geworden. Ja, okay. Kommen wir zu den wichtigen Themen diese Woche, denn es gab die eine oder andere größere Meldung, wie zum Beispiel, dass Mr. Trashpack finally back ist. Ach. Mit einem neuen Song. Er ist ja jetzt Trashman. Schon wieder Montag, hier ist der Flashback. Nee, das hat er ja selber nie gesungen, aber der macht ja selber Lieder und Herr Rodes war komplett angetan, negativer Natur und hat gesagt, Alter, ich hab was. Du wirst es so scheiße finden und hat mir dann diesen Song geschickt, den ich Stunden vorher schon gesehen hatte. Mr. Trashpack, so, also der ist das, was Herr Newstime irgendwie war. Ich weiß gar nicht, warum Herr Newstime nichts mehr macht. Die YouTube-Journalisten-Polizei. Hm. Und der war ganz lange inaktiv, weil der auch auf TikTok über ganz wichtiges, kurioses Wissen aufgeklärt hat, mit mittlerweile 1 Million Followern. Und der ist jetzt auf seinem YouTube-Kanal zurück, hat einen Song gemacht, der so Autotune punkrockig ist, ganz komisch. Und so, ey, mir ist das egal. Und also mir ist egal, wenn ihr findet, dass ich scheiße mache. Also der Song war das erste Mal selbstverarschend. Und er war halt in einem Genre, das ich nicht scheiße finde, so wie seine vorhergehenden Cloud-Rap-Songs, Tatooine und Nachts im Taxi oder was das da war. Und deswegen fand ich das sehr viel besser als das, was ich von ihm erwartet habe. Und deswegen, Herr Rodes, kann ich dir nicht beipflichten, dass das scheiße ist. Es ist am Verhältnis dessen gemessen. Habe ich gar nicht gehört, das würde ich mal reinschauen. Ich fand ja auch die Drachenlord-Songs sehr interessant irgendwie, ne? Das war ja auch manchmal so, ganz wie Autotune und so und selbstironisch. Ich verstehe, gerade bei Punkrock, Alter, warum musst du da deine Stimme autotune? Wer kann denn, welcher Punkrock ist denn mit guter Stimme? Die können doch alle nicht singen, das gehört doch zum guten Ton. Das stimmt tatsächlich, ja. Kassierer hängen da die Latte ganz weit da unten. Mhm. Manchmal wortwörtlich, wenn die wieder nackt sind. Das stimmt. Ich habe mir vor ein paar Tagen den Rock am Ring Auftritt, Wacken angeguckt von den Kassierern. Das ist ja so schlecht, wie die das spielen, aber es ist so unterhaltsam und es macht einfach Spaß, dazu zu hören. Ja, ich wollte es nur mal einer Nebeninformation droppen für die Leute, die Mr. Trashpack noch kennen von früher. Stattdessen, was wirklich für mich interessant war, war das Tanzverbot von, ich weiß gar nicht, ob er nun Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird, deswegen mache ich einfach beides. Orange Morange hat den gedoxt und hat dann, Alter, also folgendermaßen, ne? Die haben ja Beef, wir haben ja auch schon berichtet, als ich letztes Jahr auf der Gamescom war, haben die sich ja geprügelt neben uns. Ach, die waren das. Die beiden waren das, genau, und dabei hat Orange Morange, die Freundin von Tanzverbot, auch mit irgendwie einen reingeömmelt oder so. Und da gab es halt Beef so und das hat sich so gehalten und jetzt gab es in einem Stream die Situation, dass Orange auf irgendeiner Website war oder eine Adresse bei Google Maps gezeigt hat und so von wegen, oh, da würde ich gerne mal einziehen, so, da würde ich gerne mal, da würde, so Subtext, ne, ha, aber total durchsichtig.
Und im Kontext dazu, dass er irgendwie ein paar Monate vorher schon gesagt hat, dass er weiß, wo Tanzverbot wohnt und so. Also so wie ich es mitbekommen habe, war es jetzt nicht direkt, hallo Leute, ich gucke in die Kamera und sage euch, guckt mal hier, da wohnt der Kilian. Mhm. So war es, glaube ich, nicht. Aber schon schäbig. Das ist alles langweiliges YouTuber-Blabla, ja. Aber warum ich das erzähle, ist, dass er hinterher so richtig schlecht, so, hä? Ach, wohnt er da oder was? Ich wusste das nicht, das ist ja ein krasser Zufall. Es ist so richtig schlecht, als hätte er ganz aus Versehen genau diese Adresse. Und das finde ich so witzig, weil das halt so kacke ist, um sich da irgendwie den Kopf noch aus der Schlinge, weil natürlich jetzt jeder Anwalt kriegt einen harten, weil, oh, da sind YouTuber, die sich beefen und WBS hat natürlich auch direkt ein Video gemacht. Natürlich. Ja, und ob er sich damit jetzt noch rausziehen kann, dass er sagt, doch, das ist ein ganz großer Zufall. Es gibt ja in Deutschland nur 1 Milliarde Adressen. Aber es war doch noch kein Mensch sympathisch, der irgendwen gedoxt hat. Ich weiß natürlich nicht, was die Menschen da irgendwie denken. Ich glaube, das ist eher so ein Humble Break. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch, warte mal, ich könnte jetzt auch sagen, kennst du Robin Honacker noch, Alter? Trending Robin hieß der damals. Nee. Von dem und von Excel. Robin Blase sehe ich hier auch gerade noch. Von dem und von Excel wurden mir von irgendwem mal die Nummern geschickt. Hier ist er. Mm. Kennst du den echt nicht? Trenn den Robin, Alter. Dieses Gesicht, der hat immer Videos von also sich gemacht. Also mit 015. 7. Online-Shop. Hätte noch nie gesehen, nee. Der hatte einen kleinen Hype damals, aber der wurde halt immer wieder gelöscht. Der hat Videos gemacht, wo er durch sein Drecksdorf oder auf dem Feld rumgelaufen ist und sich über irgendwas künstlich aufgeregt hat und halt übelst geschrien hat. So. Und waren halt wahrscheinlich auch ein paar kontroversere Sachen dabei und deswegen wurde der immer wieder gebannt und hat es dann, glaube ich, irgendwann mal gelassen. Warum hast du die Nummer bekommen? Ja, um die zu trollen, keine Ahnung. Ich habe bis heute bei keinem Angriff, also bei Excel weiß ich jetzt nicht, ob der noch die aktuelle hat, aber das ist er hier auf jeden Fall immer noch. Also ich habe die Nummer von Trending Robin und habe bis jetzt noch nichts damit gemacht, weil der macht halt auch nichts mehr im Internet. Wenn der jetzt selber noch irgendwie aktiv wäre, dann wäre das vielleicht was anderes, aber ich habe die Nummern halt. Kannst du aber mal Sprachnachricht einfach ihm schicken, hi, ich heiße auch Robin, lustiger Zufall, haha. Meld dich mal bei mir. Ja. Ja. Wir sind hier gerade im Brennpunkt. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich meine, es kostet ja nichts. Wann war das letzte Mal online? Also so richtige so Promi-Nummern habe ich, glaube ich, kaum. Also ich glaube, der berühmteste ist Sonneborn, von dem ich die Telefonnummer habe. Sonst fällt mir keiner ein. Jo, Digga. Wir sitzen hier gerade im Brennpunkt. Willst du mir kurz einen reinschreien? Ja, jetzt habe ich mir vielleicht versaut, aber egal. Habe ich jetzt 5 Jahre nichts mitgemacht, dann muss ich jetzt auch nicht damit anfangen. Wird ja auch mal Zeit. Vielleicht meldet es sich noch in der nächsten halben Stunde. Er hatte mich damals auch einmal angeschrieben, ob er nicht ein Video auf meiner Facebook-Fanpage veröffentlichen könne. Und du hast aber an der Formulierung gemerkt, dass das halt vielen Leuten geschickt hat. Und hallo, mein Lieber. Ja, nee, das nicht, aber das war ganz absurd, weil unser Content zu dem Zeitpunkt auch so gar nicht, ich glaube, wir hatten noch nicht mal den Zweitkanal. Also wir hatten wirklich nur diesen Prank-Content, wo fast nicht geredet wird. Und dann will er auf einmal sein Schreivideo irgendwie da bei uns hochladen, ganz komisch. War das so eine Marketingstrategie? Ich frage andere YouTuber an und dann laden die das Video von mir hoch und ich werde dann berühmt und reich? Ja, irgend sowas. Sag mal, jetzt schreiben mich alle anderen an. Okay. Auch die anderen YouTuber, schreibt mir auch mal eine Nachricht. Das ist ganz nervig, Alter. Och, der Fabian wieder, jetzt mit seinem scheiß Behind-Kanal labert mich auch voll. Wo sind wir jetzt? Ich muss wieder in meinen Brennpunkt-Ordner. So. Ah ja, auf jeden Fall war da Doxerei. Genau da waren wir eigentlich stehen geblieben. Und ich fand es witzig, dass man jetzt so tun will, als wäre das, ja was, ganz großer Zufall. Ich habe Sonneborns Nummer nicht mehr. Habt ihr eine alten? Können die ja miteinander verkuppeln quasi, dass Sonneborn dem Trending Robin schreibt und der ihn dann anschreit. Ja, ich habe halt, ich will dir gerne sein WhatsApp-Bild gezeigt, das ist sehr witzig, aber will ich nicht erzählen, was es ist. Ich habe den ein Schwanz. Die Nummer nicht transportiert vom alten Telefon. Saftiger, schöner Schwanz. Ja, quasi. Nee, es sind 2 Schwänze. Ach so. Wer bald keine 2 Schwänze mehr haben könnte, ist Berlin, unsere Hauptstadt. Denn es gab jetzt eine Drohung an Deutschland von der russischen Seite aus. Der ehemalige Präsident, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat damit gedroht, dass sollte Putin verhaftet werden in Deutschland, wenn er mal da ist, dann gibt es Vergeltung in Form von Raketenangriffen auf Berlin. Mhm, okay. Also ich sage mal, Berlin verlieren ist kein Verlust.
Also mit. Kannst du denen sagen, die können gleich noch auf Bayern auch mitmachen oder wie ist das? Können wir gerne mitgeben. Saarland. Präsident Medvedev. Medvedev oder so heißt der. Mhm. Das heißt Raketenangriff auf Berlin, wenn Putin verhaftet wird in, Berlin, in Deutschland. Das ist witzig, weil wenn er verhaftet wird, wird er wahrscheinlich nach Berlin gebracht. Siehst du? Vielleicht ist das so gleich, ein Subtext. Gleich totschlagen, hier. Gleich totschlagen den Putin. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und es soll tatsächlich Stimmen auch in der Armee geben. Also habe ich einen Beitrag gelesen, dass sie schon davon singen, irgendwie nächster Halt ist, wäre Berlin oder so, wenn die irgendwie die Ukraine platt gemacht haben und so, wollen sie auch Berlin einnehmen. Also ja. Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Unsere Armee alles, hat ne? Damals auch viel gesungen, nächster Halt Stalingrad und so. Ja. Singen kannst du viel. Haben dann doch kalte Füße bekommen. Feiglinge. Echt mal. Ich wäre an die Front gerannt, Alter. Ja, das waren so. Und gewunken mit der weißen Fahne. Und es gab wohl Bilder von einem Fake-Putin. Der hat wohl Doppelgänger verschiedene. Und ja, auf TikTok gibt es einen ganz großen. Du bist halt nicht im TikTok-Game. Meinst du Romano? Nee, wer ist das? Du kennst Romano nicht? Romano Polanski? Nee. Guter Mann. Der Rapper. Lupenreiner Demokrat. Der Rapper, warte. Das sieht aus wie eine Mischung. Stell dir mal eine Mischung vor aus Putin und Schokolade. Und Rapunzel. Okay. Stell dir vor. Putin mit langen Haaren. Mit sehr langen Haaren. Und das ist Romano. Ach, der Kollege. Ja, ja, ja. Das ja. ist Putin mit Zöpfen. Ja. Wie, also ich verstehe, was du meinst. Bei einer KI eingeben, mach mal hier Putin auch mit zwei hier, Zöpfen rein. Auch hier wird wieder bewiesen, mit Zöpfen sieht einfach jeder besser aus. Ist so, auch Romano. Das ist schon sehr auffällig. Geiler Musiker, habe auch mal mit dem gesprochen. Geiler Typ. Aber ist schade, er spielt in der heutigen Musik leider nur die zweite Geige. Du hast gerade seinen Nachnamen scheinbar nicht gesehen. Nee. Da stand, dass der Roman Geige heißt. Ah, okay. Nee, so hab ich nicht gelesen. Toll, Tino, toll. Ja, der war ja mal ganz groß hier mit Klaps auf dem Po und so und brennt die Banken ab oder so, aber keine er ist Ahnung. Jetzt nicht mehr so groß. Ahnung. Also das ist dein Metier, dieses Rapper-Ding, da kannst du gleich mal, wenn ich die nächste News raushaue, kannst du direkt mal den Hebel ansetzen. Der Rapper 6ix9ine wurde nämlich in einem Fitnessstudio verprügelt. Ach, der lebt noch? Ich dachte, der ist tot. Nein. In Deutschland hieße der übrigens 6ix9ine. Nein, nein, nein! Ach nee, Tech9ine ist gestorben. Stimmt, nicht der. Ja, okay. Das ist nicht eine Waffe? Kann sein, aber die auch. Die gab es, glaube ich, bei San Andreas, oder? Tech9. Die Uzi und die Tech9 gab es da nicht zwei so verschiedene und dann noch ein SMG, was mit zwei Händen. Egal. Ich habe auf die Namen nie geachtet. Habe immer nur geballert. Okay. Nur geballert haben auch Rapper wie zum Beispiel 6ix9ine in die Venen rein und im Ghetto haben sie auch geballert. Zumindest hat er das gesagt, denn dass er irgendwie, ich weiß nicht genau, was es war, ob er wirklich Sex hatte mit einer Minderjährigen oder ob es nur irgendwie leichte Übergriffigkeiten waren oder wie man das dann deklassieren möchte. Auf jeden Fall hat das nicht gereicht, um seinen Ruf kaputt gehen zu lassen, sondern als er seine ehemaligen Ghetto-Gangster-Banger hintergangen hat, weil irgendwie hat er so ein Image sich aufgebaut, so habe ich es in Erfahrung gebracht, so ich bin krasser Ghetto-Typ. Ach, der ist das mit den ganz bunten Haaren. Genau. Und so. Ah, okay, jetzt weiß ich, wer genau. Das ist. Ja, ich bin auf jeden Fall voll im Rap-Game. Das ist auch so ein Social Justice Warrior mit seinem scheiß Regenbogen. Wie heißt das? Regenbogen. Regenbogen direkt an die Haare rangepflanscht. Stimmt. Nee. Auf jeden Fall war der in einem Fitnessstudio, ich glaube in Florida, und wurde dort zerprügelt. Und das schon echt nicht ungeil. Also, Moment. Also, es war schon echt mies, wollte ich damit sagen. Mhm. Ich wirklich, mein Wissen über den hat sich auf den Namen beschränkt bis dahin, aber der, wie gesagt, der hat schon Dreck am Stecken. Aber das rechtfertigt nicht, dass der am Boden liegt und man von oben in die Rippen reinlatscht. Ja? Also, ich wusste, dass er gesucht worden ist und kam wohl ins Zeugenschutzprogramm oder so, hat wohl welche verpfiffen und war dann. Ist geheim untergebracht worden in einem neuen Haus, irgendwie neue Wohnadresse, hat sich aber auf dem Balkon gefilmt mit Geld und so und ist dann wieder entdeckt worden und dann muss er wieder umziehen. Also ganz dumme Geschichte. Ja, ich glaube, umziehen ist das richtige Stichwort. Er war da auch gerade sich am Umziehen, weil irgendwie hat er nur so ein ganz kurzes Höschen an, obenrum hat er aber eine Jacke an, das ist ein ganz komisches Ding und dann, sexy. Dann läuft er so humpelnd durch das Fitnessstudio nach draußen. Und alles so in den Kommentaren, also wie gesagt, es ist ein Video davon, ne, und es ist echt viral gegangen und alle immer so, ja, guck doch mal, das hat er verdient, Walk of Shame und so. Und ja, zu einem gewissen Dings kann man das von mir aus sagen, aber irgendwie diese Blutlust, die bei Leuten immer ist, das ist für mich ein bisschen befremdlich. Also selbst wenn der
keine Ahnung, selbst wenn der irgendwie ein Kind zerstückelt hat, sage ich mir, okay, cool, dann sperrt den für immer weg oder was weiß ich, wenn in eurem Land halt Todesstrafe ist, von mir aus macht das. Aber diese Lynchjustiz, da habe ich immer Probleme mit so ein bisschen. Ja, geht mir ähnlich. Also bei Todesstrafe bin ich raus tatsächlich, das finde ich, das ist nie eine gute Idee. Aber ich bin auch eher für irgendwie wegsperren, resozialisieren und du machst dich ja eh nur selber dann kaputt und bringst dich ja selber nur in Gefahr, wenn du jemanden verprügelst und kommst selber ins Gefängnis. Es ist natürlich was anderes, wenn da gerade Gefahr im Verzug ist, ne? Wenn da irgendwie jemand gerade assaultet wird und du schreitest ein und zerwampst den dann, das ist natürlich was anderes, aber wenn der einfach nur irgendwie pumpen geht und dann filmst du dich vor allem noch dabei, das ist ja auch so ein Ding, ne? So eine Ebene, die dazu kommt. Ey, halt mal Kamera drauf, ich stehe jetzt hier Geburtsschlag. Das ist, ich weiß nicht, nicht so geil. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nur, dass er irgendwie wohl mit schlimmen Leuten zu tun hatte und so. Deswegen kann ich es nicht einordnen. Aber Menschen sollte man nicht verprügeln ohne Grund. Danke. Jetzt haben wir wieder ganz wichtige Informationen. 26 Jahre jung. Ach doch, so jung. Ich würde jetzt mal Underage noch dazu googeln. Child Sexual Assault 2015. Ist ja auch schon ewig her, Alter. Ah ja, war ja auch noch dann viel jünger. Ja eben, da war ja selber wahrscheinlich sogar fast noch minderjährig. So 18, ja, nicht ganz. Mit der 13-Jährigen, uiuiui. Ach 13, das steht da. Ja gut, das ist, selbst wenn er 18 war, vielleicht dann ein bisschen sehr jung. Ja, das stimmt. Macht mal nicht, liebe Leute, macht mal nicht sowas. Okay, Jane Doe, witzig. Ist 6ix9ine schon im Knast? Ähnliche Fragen. Ja, wie gesagt, ne, sagt ja keiner, dass es das ein geiler Typ ist, aber weiß nicht. Weiß ich nicht. Was ich jetzt weiß, ist, dass die AfD im Bremer Landtag zur Landtagswahl nicht zugelassen worden ist. Ja, die haben irgendwas verkackt, ne? Ja, die haben zwei Listen eingereicht, das darfst du als Partei nicht. Weil sie sich so zerstritten haben, dachten die einen, ey, wenn die auch eine Liste machen, machen wir auch eine Liste. Und haben einfach weiter eine eingereicht. Todeslisten? Todeslisten auch, genau. Okay, cool. Die haben sie aber beim Verfassungsschutz abgegeben quasi. Und der Verfassungsschutz sagt, okay, gehen wir weiter an die Polizei, wir regeln das, Jungs. Das sind alle Links und Ausländer, das ist okay. Hm. Keine braven Deutschen. Und sie haben auch zwei Listen zur Wahl als Wahlvorschlag eingereicht und das durften sie nicht und jetzt sind sie quasi nicht zugelassen und werden wohl in den nächsten 4-5 Jahren nicht im Bremer Landtag sitzen. Hm. Schlimm. Gut. Das ist für eine Partei sehr schlecht, weil dann haben die weniger Gelder, sind weniger im Parlamenten vertreten. Das ist ein herber Schlag gegen die AfD. Und ein Landtag, wo sie rausgeflogen sind. Das auch. Schindlers Liste. Eine Schandeliste. Herber Schlag. Ja. Egal. Sehr herb. Ja. Herbertides B. Danke, Amadeus. Ja, also, ja, ich dachte, das war jetzt nur für Herodes. Und wenn Herodes jetzt nicht in den Kommentaren kommentiert, wie toll das war, dann kriegt er richtig aufs Maul, wenn der das nächste Mal hier ist. Und er ist nächstes Wochenende hier. Ich dachte, das, ehrlich gesagt, dass das letzte Woche schon gewesen wäre, weil das sich so lange her anfühlt. Aber das ist wieder einer von diesen Momenten, wo du dir die Hände reibst. Nee, ich bin der Demokrat durch und durch. Ich bin Demokrat durch und durch. Ja, okay, dann ist das hier wieder so ein Ding von wegen, ich freue mich nicht, wenn sie stirbt, aber ich werde jetzt auch nicht traurig sein, sollte es passieren. Wenn die AfD neben mir brennt und ich habe ein Glas Wasser, ich würde es trinken. So eine Art. Weißt du, deine Social Justice Warrior Scheiße geht mir auf den Sack. Ja, mir aber auch tatsächlich. Mir auch. Mir reicht's langsam. Ich muss mal wieder neue Wege bestreiten und einfach mal unangenehm rechts werden. Mhm. Mal zur Abwechslung. Ja, ich muss auch ein bisschen dazu sagen, ich verwende diesen Begriff eher ironisch. Auch, also, ich würde mich nicht so bezeichnen, aber ich finde auch das immer so albern, wenn Leute eigentlich positiv konnotierte Begriffe plötzlich zu einem Kampfbegriff und negativ machen. Wie zum Beispiel das Wort Gutmensch. Ja, stimmt. Oder halt auch Social Justice Warrior. Natürlich, Warrior ist ein bisschen übertrieben, aber für Social Justice zu sein, ist nichts Schlechtes, nee. Auch wenn du das als Beleidigung verwendest. Aber auch Querdenker, es ist ja auch eigentlich mal was Cooles gewesen, Querdenker zu sein. Jetzt ist man als Querdenker halt einen... Ja, es macht es halt leichter, darüber nachzudenken und das nicht jedes Mal ganz komplett aufzurollen, indem man so Kampfbegriffe verwendet, aber ja, so richtig geil ist es trotzdem nicht. Das stimmt, ja, irgendwelche Keulen zu haben. Ne? Wie jetzt zum Beispiel zu sagen, dass die Leute, die jetzt hier montags immer durch die Straße marschieren und mir auf den Sack gehen mit ihrem Lärm, ja, ich werde auch alt. da zu sagen, oh, die Querdenker so, wobei ich halt nicht glaube, dass das exakt die gleiche Masse ist, die vor 2 Jahren wegen Corona auf der Straße war, aber trotzdem sagt man das halt so. Es ist schon derselbe Schlagmensch.
Also ich glaube, die Menschen... Ich sage das nicht. Ich sage, da, also ja, aber nein. Also ich denke, dass dieselben Menschen, die bei Pegida mitgelaufen sind, auch tendenziell eher bei den Corona-Demos dabei waren. Tendenziell, klar. Tendenziell auch jetzt eher auf der Russland-Seite sind. Ja. Auf die Straße gehen und sagen, wir sind neutral, wollen nur, dass der Krieg aufhört, aber alle schwenken Russland fahren, nicht eine Ukraine fahren. Das sind die gleichen Leute, die halt die Corona-Maßnahmen... Meinst du, die Leute, als Corona vorbei war offiziell, haben die Leute gemerkt, ach, mir fehlt am Montag was, ich irgendwas... muss ich finden, damit ich wieder auf die Straße gehen kann. Das brauchen ja, also man will die ja immer nicht so als rechts beziteln, ne? Aber es ist schon auffällig, dass das aus der rechten Ecke sehr stark vertreten ist. Also das, ja, Pegida, also für mich war so der erste Aufschrei wieder Pegida, ne? Das war ja ausländerfeindlich so gegen die Islamisierung und so weiter. Das hat die AfD mitgenommen so und die haben sich da eingegliedert so ein bisschen. Und die gleichen Leute, das ist meine Überzeugung, haben auch später dann die Corona-Maßnahmen kritisiert und sind auf die Straße gegangen und so weiter, und Corona auch geleugnet. Und dann haben sie gemerkt, weil sie gemerkt haben, dass Ausländer doch nicht so schlimm sind und Flüchtlingskrise ist wieder abgewandt. Ja. Das gleich einhaken. Und da haben sie gemerkt, oh Gott, jetzt ist Corona das ganz große Thema, haben dann gemerkt, oh Gott, wir haben gar keine Corona-Diktatur bekommen, wir müssen die wieder am Köcheln halten, die Leute. Jetzt sind wir auf der Russland-Seite und machen da als nächstes Horrorszenario. Jetzt darfst du. Es tut mir einfach so leid, Tino, es fällt mir so schwer zuzuhören, wenn ich die ganze Zeit ein schlechtes Wortspiel auf den Lippen habe. Und es war einfach nur, dass ich gedacht habe, ja, ich habe mich bei einigen Frauen auch schon eingegliedert. Okay, ja. Das ist das Einzige, was ich seit einer Minute im Hinterkopf habe. Dafür hat es voll gelohnt. Es tut mir leid, aber ja, es ist am Köcheln. Es ist jedenfalls ein Menschenschlag, wie ich finde. Und auch immer ist die AfD halt mit drin, ne? Immer so die rechten Leute, Verschwörungstheoretikerinnen und so weiter. Es ist schon sehr auffällig. Und sobald das Thema wieder abschwellt und die merken, oh Gott, unsere Horrorszenarien treten gar nicht ein, gibt es halt ein neues Thema. Ich bin auch nur so lange eingegliedert, bis das Thema abschwillt. Ja, ist so. Wir können auch gerne zum Sexfakt der Woche kommen. Oh ja, hab ich dir versprochen. Sexfakt der Woche. Du bist ja Experte auf dem Gebiet. Ich war heute auf einer Fortbildung und ging es um Affenpocken. Mhm. Und ich habe eine sehr, sehr traurige Nachricht, liebe Leute. Also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Affenpocken sind gerade kein Ding mehr. Also es gibt aktuell wohl gerade 12 Fälle seit diesem Jahr von Affenpocken. Und also zwar, waren Affenpocken das, was wir gerne hätten, Corona gewesen wäre. Quasi. Schade. Genau, die M-Pox sozusagen. Und die schlechte Nachricht ist, man kann sich davor nicht schützen. Also es gibt keine Präventionsmaßnahmen, wie jetzt Kondome nehmen oder so. Aber außer Impfung. Aber Moment, also wie wird das denn dann übertragen, wenn also das durchs Kondom durchsifft oder was? Ich habe heute gelernt, man weiß es nicht. Mhm. Man kennt die Übertragungswege von Affenpocken nicht. Die meisten Menschen, die das haben, haben zwar gesagt, irgendwie Geschlechtsverkehr, aber viele, die Affenpocken hatten, das sind 40% auch weiblich, weil wurde ja auch nur den Männern zugeschrieben, anfangs die schwul sind, aber es sind wohl nur 60% MSM, also schwule Männer. Der Rest waren irgendwie heterosexuelle Frauen, heterosexuelle Männer und die hatten gar keinen Sex gehabt, teilweise irgendwie ein halbes Jahr vorher und haben trotzdem Affenpocken bekommen, haben fast keinen kennengelernt. Das heißt, und auch die irgendwie die Affenpocken irgendwie am Anus hatten, die hatten keinen Analverkehr. Mhm. Also erstens, man weiß nicht so richtig, wie Affenpocken übertragen werden. Vielleicht ist das ein Versprecher gewesen, vielleicht ging es um Affenpoppen. Wahrscheinlich. Und man weiß, und die Pocken treten auch willkürlich im Körper auf. Das heißt, auch wenn du sagst, du hattest einen Analverkehr mit der Person, die Affenpocken hat, hast du auf einmal irgendwie die Pocken im Gesicht oder so. Mhm. Also es ist völlig willkürlich. Und du kannst nur eins machen, das ist Impfen. Mhm. Und es sind keine Impfdurchbrüche bekannt, dass Menschen, die vor Affenpocken geimpft sind, Impfen ist das Beste. Bekommen sie auch nicht und auch die Impfschäden sind quasi nicht vorhanden. Also es ist ganz, 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 ganz gering. Noch viel geringer als bei Corona das der Fall war. Hm. Ich komme nächste Woche mit einem lustigen Fakt. Keine Sorge, aber ich kam noch gerade aus der Fortbildung, die mich angestrengt hat und das wollte ich mit euch teilen. Das ist okay. Wer nicht teilen wollte, war Afro Man, als die Polizei sein Haus geradet ja, hat. Ja, das war ja ein Thema vor ein paar Wochen. Ja, wir hatten berichtet, ne? Ja. Aber jetzt kann ich darüber berichten, dass ab 5.45 Uhr wird zurückgeschissen, denn diese Polizisten fühlen sich jetzt embarrassed und gedemütigt durch diesen Song, den Afro Man daraus gemacht hat aus seinem House Raid, bei dem nichts gefunden wurde und Polizei lüstern nach einem Stück Kuchen schaut. Mhm. Und die haben jetzt ihn verklagt wegen Rufmord oder was auch immer. Und ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen. Das geht nicht durch. Alter Schwede. Was wollen die denn auch sagen? Also...
hallo Herr Richter, wir wurden schlecht dargestellt, weil man sieht uns als das, was wir halt machen. Ja, so. Genau. Ja. Hat die Wahrheit ans Licht gebracht, ja. Verklagt ihn. Wie jetzt in Russland, tatsächlich gab es jetzt einen Fall von einem, oh Gott, von einem Soldaten, der hat Kriegsverbrechen zugegeben, hat gestanden und kam ins Gefängnis in Russland. Hat er sich dann endlich hingesetzt? Was? Der hat gestanden. Ach so, ja, hat gestanden. Es tut mir leid, sorry. Ich bin ganz albern. Nee, ich bin noch gerade im Kopf ganz matschig durch die Fortbildung. Ja. 6 Stunden ist schon sehr anstrengend. Hast du dabei auch gestanden? Ich konnte mich hinsetzen. Na, zum Glück. Also hat zugegeben, dass er Kriegsverbrechen gemacht hat in der Ukraine, hat er Zivilisten ermordet. Hat es zugegeben. Jetzt kommt irgendwie... Aber waren die Zivilisten AfD-Wähler? Ja, das ist ja relevant. Kein Kommentar dazu. Weil sonst ist das ja vielleicht kein Verbrechen. Egal. Es waren ukrainische Menschen, waren Kriegsverbrechen. Ja. Und zum vierten Mal, er hat es gestanden und kam ins Gefängnis. Yay. Mhm. Aber es gibt ein ganz großes Nay. Denn nicht für das Kriegsverbrechen, sondern weil er es offenbart hat, dass er es gemacht hat. Aha. Also für... Ab ins Gulag. Für Fake News, in Anführungsstrichen, wurde er ins Gefängnis eingesperrt und nicht für die Kriegsverbrechen an sich. Witzig. Obwohl, weißt du, stell dir mal vor, du kommst vor Gericht, gestehst einfach und der Richter sagt, ne, Fake News, das waren sie gar nicht. Sie kommen jetzt ins Gefängnis für Falschaussage. Mhm. Du darfst vor Gericht nicht lügen. Der war bestimmt unter Eid. Wahrscheinlich, ja. Alles im Rechtens, Tino. Also nur ganz kurz dazu, das sind so Sachen, wo ich bedenke, dass da geht irgendwas nicht richtig. Und Afro-Man zumindest, ich bin auf deiner Seite, ich fand den Song sehr witzig, ich fand das Video richtig toll gemacht. Und ich hoffe, dass die Cops damit nicht durchkommen, weil die haben halt auch irgendwie seinen Eingangszaun kaputt gemacht und so und haben ganz viel Scheiße gemacht, die sie nicht machen durften. Wohl auch Sachen behauptet hätten, die dann per Video nachgewiesen werden konnten, die sie erst abgewiesen hatten. Ja. Also ganz, ganz schwierig. Ah, genau, hier, Cake, wie heißt er? Hab ich vielleicht auch schon mal gesagt. Nicht My Door, das hast du wahrscheinlich... Will You Help Me Repair My Door, genau. Genau, aber er hat noch einen Nachfolgesong nur über diesen Kuchen gemacht, der ist besser. hier, aber nicht bei Spotify, glaube ich. Lemon Pound Cake. Aber nicht bei Spotify, leider. Hab ich nicht gefunden, zumindest. Na gut, ich finde aber etwas, und zwar... Meine Überleitung zum nächsten Thema. Mm. Da kann ich nämlich jetzt einfach alles sagen, was ich will. Jan Böhmermann wurde hier geedit. Ich habe. Grimme-Preisträger, also wo jetzt. Ach, das interessiert doch keinen. Es geht darum, dass Finn Kliemann von sich sagt, er wäre freigesprochen worden, so ein bisschen, aber dem ist natürlich nicht ganz so. Er muss eine gewisse Strafe zahlen, beziehungsweise wurde sich außergerichtlich wie sagt man? Geeinigt, nicht geordnet, Alter. Dass er an eine gemeinnützige Organisation 20.000 Euro spendet und dann ist die Sache vom Tisch. Also es ist nicht so wirklich ein Freispruch, nee, gar nicht. So rüberkommen sollte. Gar nicht, ja. Aber es gibt wohl 1-2 Punkte, bei denen er angeklagt war, wo halt nichts draus geworden ist oder die, ich weiß nicht, ob man sagt, fallen gelassen wurden. Die sie nicht nachweisen konnten wahrscheinlich, ne? Möglich. Ja, man muss aufpassen. Also klar, ihn erwartet jetzt keine Strafe, was aber nicht heißt, dass er halt nicht schuldig ist. Sie haben sich einfach nur außergerichtlich geeinigt und so weiter. Das heißt halt nicht viel, ne? Heißt das Klimansland jetzt eigentlich noch so, oder? Es heißt noch so, aber er ist nicht mehr dabei. Hm. Na gut. Stand, den ich vor ein paar Wochen noch hatte. Okay. Zumindest. Und ich finde, auch wenn an all dem nichts dran ist, also hat nichts Illegales gemacht, selbst dieser Satz, Krise kann auch geil sein. Schon dafür sollte er, finde ich, einen auf den Latz kriegen. Hat er ja jetzt vielleicht 20.000 Mal, aber... Hat er auch. Ja, mal gucken, ob er jetzt richtig durchstartet. Ob er jetzt auch wie Lord Abaddon zum Beispiel nach seinem Fall einfach so ein Business-Berater wird. Business! Plötzlich nur noch im Anzug rumläuft. Ja. Der Maximilian. Was für mich diese Woche tatsächlich so mindestens am interessantesten war das Update zur Unreal Engine. Und das würde ich dir jetzt einfach mal hier so präsentieren. Es kommt ein neues Spiel raus, Hellblade 2. Im ersten Hellblade geht es so ein bisschen um psychische Erkrankungen und so weiter. Und da ist schon seit langer Zeit ein weiterer Teil in der Mache. Und wir haben hier so eine Tech-Demo vorliegen, die Tino gerade sieht. Aber ist die animiert? Die ist die ist gemotion-captured und animiert. Mhm. Also die ist nicht von Hand auf alles selber gemacht, sondern es gibt schon einen Schauspieler, der das macht. Mhm. Aber das, was du hier siehst, ist alles komplett digital. Und das ist schon... Das ist krank. Next Level an Gesichtsanimation, an Micro-Expressions und so. Das macht schon einen krassen Unterschied. Du siehst auch gleich am Ende noch die echte Person. Wahrscheinlich war damals Mario 64... Quasi nur was ihr Zahn ist.
an Speicherplatz oder ja, so, ne? An Fläche. Das ganze Spiel. Vor allem stell dir mal vor, jetzt könnte man jetzt mit ihrem Gesicht, wie bei Mario 64, das so lang ziehen. Das wäre cool. Das wird ja bestimmt auch bald gehen. Nur ich hätte gern ein Mario 64 Remake in der Qualität, in der Grafik. Ja. It's a me, Depression. So. Also guckt euch das gerne mal an, selbst wenn ihr euch nicht für das Spiel interessiert oder so. Es ist einfach, hier, da ist er. Aber das Unreal Engine ich finde fast diese echte Szene wirkt dann irgendwie unnatürlicher als das hier. Aber das Unreal Engine ein Spiel? Oder ist nee, das ist so, wie Engine? Der Name es vermuten lässt. Eine Engine. Okay. Eine Engine, die das quasi ermöglicht. Und da ist jetzt die neueste Variante quasi. Und es ist auch noch die gleiche, wie wir neulich, oder ich darf jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich glaube, das ist immer noch die gleiche. War das eine andere Engine? Das neulich mit Matrix. Ich bin mir gerade nicht sicher. Als Matrix 4 rauskam, gab es so ein Begleitding, dass du so eine komplett offene Stadt hast. Was war Unreal Engine 5? Ziemlich sicher. Wo du quasi so verschiedene Assets hast, die fertig sind, aber dadurch, also wenn du rauszoomst aus der Stadt, wirkt das kannst du nicht unterscheiden von einer nicht echten Stadt. Mhm. So insane Shit. Wie Google Maps quasi. Ja, so ungefähr. Nur halt geiler. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, weil Gesichtsanimation, es gibt ja dieses Phänomen vom Uncanny Valley, dass wenn was ganz realistisch wird, aber noch nicht gleich ist quasi, dass es dann auf den Menschen komisch wirkt, aber das habe ich hier gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon über das Uncanny Valley drüber ist oder ob das danach noch kommt. Also es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel auch bei Heavy Rain damals fand ich, waren so manchmal, wenn das Gebiss irgendwie komisch aussieht, das ist halt ein bisschen Uncanny Valley. Mhm. Das ist einfach für dich so ganz befremdlich wirkt, aber das habe ich hier nicht, außer dass vielleicht der Mund sich manchmal ein bisschen zu extrem bewegt. Aber vielleicht war das auch ihr Overacting. Naja, auf jeden Fall schöne Text-Demo. Also Frau wieder schuld, ne? Ja, Drecksfrauen, Alter. Direkt an den Herd mit der, sieht man ihre Micro-Expressions nicht, wenn die flennt und mir ein Sandwich macht. Auf jeden Fall, guckt euch das gerne mal an. Ist schön. Ist spannend, einfach diesen Fortschritt da zu sehen und wie schnell das auch geht, ne? Du sagst ja eben Super Mario. Das ist gar nicht so lange her, ne? Ja, geht. 20 Jahre. Ungefähr, Ja, ein bisschen mehr, aber trotzdem. Deswegen, was ist in den nächsten 20 Jahren, wenn wir noch weiter, wenn das noch unsere größte Sorge ist, dass die Grafik besser wird oder wir nicht da schon Kriege um Wasser führen. Haha, nächstes Thema, witzig. Da wird es auf jeden Fall keinen Twitter geben in der Zeit, denn der blaue Haken soll jetzt quasi für alle eingekreuzt werden. Genau, ein blaues Hakenkreuz als Verifizierungssymbol für die wahrscheinlich Nazis unter euch. Irgendwas habe ich gelesen, das wurde mir, ich kriege ja manchmal so Push-Nachrichten von Twitter und bin da trotzdem nur einmal die Woche werden überhaupt drauf. Und da ist eine Push-Nachricht von Etienne Gardet gewesen, I don't give a fuck, zu diesem Thema. Und dann habe ich mir nicht mal durchgelesen, um was es ging. Weil du noch mehr Fucks gegeben hast als Etienne. Noch weniger. Minus zero. Ach so, um geht das, stimmt. I don't give, okay. Nee, das ist ja das Dumme bei dieser Redewendung, dass beides geht. Ne? Ich gebe einen Fick drauf, was du sagst, oder ich gebe keinen Fick drauf, was du sagst. Das stimmt. Das ist total dumm. Das ist voll ein Plothole in der Sprache. Ja. Das müssen wir nochmal komplett zurückspulen, nochmal von vorne anfangen. Was ist für dich die logischere Variante? Ich gebe keinen Fick oder ich gebe einen Fick? Eigentlich? Ich gebe keinen, oder? Ja, wenn es dir egal ist, müsstest du sagen, ich gebe keinen Fick. Und was heißt denn dieses Geben eines Ficks eigentlich? Also es ist natürlich wörtlich übersetzt, I don't give a fuck, aber fuck im Englischen steht ja eh für jedes Wort. Das ist ja komplett undefiniert. Aber im Deutschen wiederum klingt das wie, also man hat ja im Leben eine mögliche Anzahl an Ficks. Ja, nach 1000 Schuss ist Schluss. Genau. Das ist ein bekanntes Wort, Sprichwort beim Arzt, beim Urologen. Ja. Und das steht quasi am Eingangspforte von dem Urologen. Ja. Nach 1000 Schuss ist Schluss. Und das heißt, dir ist ein Thema wichtig, deswegen würdest du freiwillig von dieser Fickzahl etwas abgeben, um dieses Thema zu verteidigen. So empfinde ich das. Ja. Wenn man einen Fick gibt. Ein fiktives Interesse quasi. Ja. Aber wir geben keinen Fick oder geben wir einen Fick? Nee, wir geben keinen Fick auf die blauen Haken, denn die sind nur noch kostenpflichtig bald. Also auch die richtig die richtig blauen Haken, die azurblauen Haken. Die richtig relevanten Menschen, auch die müssen jetzt quasi Geld zahlen dafür. Och, die Armen. Diese $8 oder so im Monat. Arm machen, ja. Doch. Das machen die zur, damit sie noch mehr Geld machen können mit Twitter, weil es wohl nach bergab geht. Twitter ist quasi tot. Ich nicht. Twitter ist tot und begraben, glaub mir.
Na, das glaube ich wiederum auch wirklich nicht, aber dass es bergab bei Twitter geht, das ist, ja, ist echt kontrovers. Ich habe meinen Account zwar noch, aber nur aus Faulheit. Aus Jux und Geigelei. Ja. Ich habe, guck mal, was ich hier noch gesaved habe. Ihr habt da was gesaved. LOL steht hier. Was ist denn das? Ach so, das mit Afro Man. Ich dachte LOL hier von Amazon Prime. Nee. Ach genau, das hier wollte ich dir noch zeigen. Das ist ganz süß. Mal wenigstens ein kleiner Lichtblick, ja. Das ist lass mich nicht lügen, der Gouverneur oder irgendein Senator von Minnesota, wahrscheinlich kein Senator. Und der unterschreibt eine absolute Selbstverständlichkeit, nämlich, dass die Kinder kostenlos Essen kriegen sollen in der Schule. Hm. Aber der ist ja umringt von Kindern und alle applaudieren gerade erst so. Ja, wer profitiert? Die Kinder, oder? Das ist aber klar, dass ja, die applaudieren daneben. Ja, natürlich. Ja, die scheiß Opportunisten, Alter. Oh, wir kriegen was umsonst. Drecks-Socialists, Alter. Direkt die Kniescheibe rausschießen. Ja, die haben dir von hinten hier ein Messer am Rücken gehalten. Wenn sie das nicht unterschreiben, dann gibt's. Es ist ein absoluter No-Brainer. Das musst du dir mal überlegen, Alter, dass da halt gefeiert wird, dass das absolute Minimum ist, dass irgendwie die Kinder ernährt werden. Und dann werden die gefeiert. Aber guck doch mal trotzdem. Guck mal, was jetzt hier für sich so eine wholesome Szene entspinnt, wie die Leute den umarmen und so. Und guck doch mal, wie sie alle ankommen. Und es gibt einem. Ach, guck doch mal, Tino. Oh, die Kinder lieben ihn. Ja. Und er freut, er hat halt auch echt so eine richtig ehrliche, nicht aufgesetzte Freude. Ja, das stimmt. Und das ist so bei aller Politikverdrossenheit und so, war das schon auch mal ein Lichtblick diese Woche, sowas zu sehen. Was macht er sonst so? Ist er vielleicht sonst irgendwie homophob oder so oder Hitler-Fanatiker? Nö, der ist da ganz vorne, dadurch, dass der Supreme Court gerade so schwierig ist. Wir sind gerade übrigens im kurzen Amerika-Segment, bemühen sich die demokratisch geleiteten Staaten gerade ihre Gesetze quasi zu codifyen, damit die nicht umgestürzt werden können. Also zum Beispiel die Queer-Community oder halt auch Homo-Ehe weiterhin erlauben zu lassen, das wird quasi gecodified, dass das nicht mehr vom Supreme Court umgestürzt werden kann. Und das passiert gut. In Minnesota unter anderem auch. Eine Art Ewigkeitsklausel vielleicht. Tim Walz, es ist der Governor. Ach, natürlich schön. Der Governor, weil der Senat ist ja in Washington. Der bekommt in Winterwoche. Ja. Dass Kinder kostenlos essen dürfen. Finally some good fucking news. Das ist halt echt. Dass dieses Minimum eigentlich Nachrichten, aber das ist der Top-Post auf Reddit gewesen diese Woche. Mhm. Und ich kann verstehen, warum. Mit der Uplifting News würde ich sagen, bewerten wir die Woche und geben die Leute ab, oder? Oder hast du noch irgendwelche richtig geilen Downer oder so? Ich gebe die Leute gerne ab, Alter. Ich gebe es sorgerecht ab. Ich auch. Und ich fand die Woche sehr, sehr mäh. Also die war so ein bisschen, Ja. Hat mich gelangweilt. Ja. Da war nicht viel los. Aber weißt du, was los war? Mr. Trashman. Und wenn der auf Spotify ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Song auf Spotify ist, dann hauen wir den in die Liste. Ja. Da gibt's keinen dran vorbei. Und wenn Herr Rode sich jetzt beschwert, tja, dann hat er gelitten. Da musst du in deinem Podumcast oder was du da für einen komischen Podcast hast, musst du halt eine eigene Liste erstellen. Trashman heißt der? Trashman mit Doppel-N, genau. Und da haben wir dann es gibt mein Leben, meine Wahl, genau. Ah, okay. Also nicht, dass das falsch rüberkommt, ich feiere den Song nicht, ne? Aber ich feiere es ein bisschen, den da reinzuhauen und Herr Rodes vielleicht zu triggern. So. Was geben wir denn in der Woche eigentlich? Ja. Also ich gebe echt nur vielleicht eine 1 oder 2. Ich finde es ja, es ist nicht viel passiert. Eigentlich müssten wir mal runtergehen auf eine 1, ne? Ja, würde mal Zeit werden. Kliman, Pokémon war halt auch nur in Japan. Trashman. Also für mich ist wirklich das Highlight Unreal Engine, die Tech-Demo. Orange Morange, bla bla bla. Hier hat mir Wachse noch was geschickt. Ein TikTok-Boxkampf-Event ist passiert. Klingt das spannend. Ist, ja, da sind ja deine Garsten Generation Z-Leute und die Wamsen. Ja, ich mag die, ja, ist doch voll okay. Ja, ich guck mal kurz, was da passiert ist. Was gibst du der Woche? Eine 1. Ja, ich gebe echt nur eine 1 oder so. Das hat mich voll gelangweilt. Das ist schon witzig, weil das also sind beide echte krasse Hämpflinge hier. Engelsgesicht versus Rambo oder sowas steht hier. Ja. Obwohl der Rambo gar nicht so dünn aussieht. Aber dieser andere Typ irgendwie, der wirkt fast aus, als der sieht fast aus, als hat der Anorexia. Das macht doch irgendwie aus, dass irgendwie da zwei Stars stehen, die eigentlich nicht boxen können. Und dann guckt man irgendwie, dass sie sich schwer verletzen. Ja. Hoffentlich so schwer, dass sie keine TikToks mehr machen können. Nur noch durch einen Schlauch essen. ja, du überlegst, was du in die Podcasts... Ja, immer noch, aber vielleicht mache ich auch einfach gar keinen mal rein. Vielleicht mache ich mit dir einfach zusammen diesen Trashpack-Song rein. Nee,
Ich habe gehört, die Sau immer noch so ab. Geile Songs. Doch, ich mag jetzt hier. Stimmt, ich habe die letzten Tage viel einmal deine Songs durchgehört, um mal zu gucken, was da so passiert. Und habe ich einen Lieblingssong von dir? Ich muss überlegen. Ja, habe ich. Und zwar Ranzmusik auf dem Album. Ja. Ist mein Lieblingssong. Ich muss kurz gucken. Der Song, den ich am wenigsten verstehe. Komm hier, Hengsen, Verschengsen. Der kommt jetzt in die Playlist. Das ist gut, weil das ist auch Jessys weiß ich nicht, ob es Lieblingssong, aber sie feiert ihn und absolut zu Recht. Weil der ist schon Ohrwurm. Das war übrigens bei meinem Nosferatu TV Feedback-Auswertungsding auch drin. Da hat jemand sehr positives Feedback gegeben und hat dann geschrieben, außer die Lieder mag ich alles so. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, okay, fair, ne? Wer braucht das so? Muss ja keiner, ist ja vielleicht einfach nicht seine Genre. Und dann hat die Person aber geschrieben, mit Absicht Trash-Texte schreiben. Und da war ich getriggert. Ja. Und da habe ich gesagt, das Einzige, bei dem ich das zulasse, ist eben jener Song, den du da gerade in die Playlist gehauen hast. Weil den habe ich ja mit Absicht wirklich scheiße geschrieben, weil das halt jeder Party-Hit ever ist. Natürlich mit der kleinen Pointe am Ende, haha. Aber die anderen Lieder, ja, als Trash zu bezeichnen, also textlich gesehen, da kriege ich eine Ader an der Schläfe. Uiuiui. Da kriege ich also wirklich eine Ader. Wenn du jetzt zuhörst, ne, zieh dich warm an. Hör dir Deutschschlaf an. Ja? Da ist so vielschichtig witzige Sachen drin. Halt's Maul. Aber hat dir denn das Feedback auf was gebracht? Also konntest du Dinge mitnehmen und wirst jetzt dein Content umstellen, irgendwie auf mehr Lifestyle und so, Uhren vorstellen und ja, so? Ja, Beauty-Produkte vorstellen, genau. Nein, das nicht, aber also so, um reinzuhorchen, da waren ein paar Sachen, die natürlich erwartbar waren. Das ist zum Beispiel die Instagram-Video, die wenigsten Leute gucken. Da haben sogar einige dazu geschrieben, ich gucke Instagram nicht, die Sachen nicht, weil ich habe kein Instagram. So, das ist natürlich auch ein valider Punkt. YouTube ist irgendwie zugänglicher, aber das war natürlich zu erwarten. Was erstaunlich war, zum Beispiel, dass ich glaube, Real Talk Videos war viel höher, obwohl ich ewig kein Real Talk Video gemacht habe, wo ich einfach, das ist ganz komisch für mich, so unironisch, das ist halt langweilig, so, weißt du. Aber das war überraschend weit oben bei Sollte es mal wieder geben, zum Beispiel. Real Talk, finde ich gut. Aber eigentlich, also ich versuche ja hier eigentlich immer eher nicht so zu reden, wie ich gerade tue. Wir machen nur Real Talk. Ja, das ist mir eigentlich, für dieses Format hier ist ja eigentlich witziger, wenn wir ironisch sprechen, weißt du? Das stimmt. Aber man kommt dann halt immer wieder in Versuchung, doch mal hier klar Stellung zu beziehen. Das haben wir auch als Künstler irgendwie, müssen wir uns auch positionieren können, um unsere Fans auch zu lenken. Ja, aber dann denke ich mir, vielleicht, wenn ich irgendwie zu einem Thema irgendwie mal ein Real Talk Video mache, immer mal, vielleicht bin ich dann hier auch noch ironischer und freue mich darüber. Warte mal zu Blackfacing, einfach ein Real Talk Video. Naja, wie dem auch sei, Leute, es war mir ein Vergnügen mit euch. Gehen raus. Geht zu Spotify, hört euch die Brennholz-Untermusik an. Und geht auf jeden Fall mal zu eurem Supermarkt eures Vertrauens, holt euch eine Seife und wascht euch ein. Ja, ich würde es auch gerade sagen, ja. Das ist eine neue Catchphrase geworden, wascht euch. Eine Release-Phrase ist das ja. Die Catchphrase ist am Anfang, ach die so, Release-Phrase stimmt, ist am Ende. Dann die Release-Phrase für euch. Wascht euch, ich rieche euch bisher her. Gut. Bald Folge 200. Es gibt ganz kurz letzte News. Zum Glück ist die Musik noch nicht an. Es gibt einen Prototypen vom Geschmacksfernseher jetzt in Japan natürlich. Sehr gruselig. Da war ich schon mal. 10 verschiedene Geschmacksrichtungen, die aber miteinander kombiniert werden und neue erschaffen und du leckst dann wirklich am Bildschirm. Ist noch nicht massentauglich. Da gibt es ja eine Reportage über irgendein Altenheim und so, wie die Windeln wechseln. Da kannst du mal. Ja. Und weißt du, wo ich das erfahren habe? Auf dem TikTok-Kanal von Mr. Trashpack. Ach, guck an. Kuriose Fakten. Dann folgt gerne Mr. Trashpack rein. Nein. Oh, Geschmacksfern. Lasst es. Das ist gut. Das will ich nicht haben. Jetzt höre ich die Musik. Oh, das ist laut. Oh Gott, oh Gott. Tschüss. Tschüss.